Was geht ab, Leute? Mein Name ist Sunny und heute geht es mal um auch ein Autothema, aber naja, man kennt es ja, man sieht es ja, Dreck im Auto. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise man sieht es natürlich auch schon am Thumbnail. Ich habe mir den Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini besorgt. Hier ganz wichtig, es gibt zwei Versionen. Es gibt die EU-Version, die hat nur eine Saugstufe, und es gibt die globale Version, diese habe ich mir jetzt besorgt. Die hat zwei Stufen und auch 13.000 Pascal Saugleistung, soweit ich weiß. So sieht das ganze Ding aus. Ich habe hier schon ein bisschen was mit eingesaugt. Ich zeige euch das Ganze. USB-C-Anschluss. Ein Kabel ist dabei. Es ist selbst sogar erstaunlicherweise ein Ladegerät mit dabei. Ich glaube, das ist ein 10 Watt. 10 Watt Ladegerät. Dann haben wir hier auch eine so einen kleinen Bürstenaufsatz hier, gerade bei mir natürlich diese, ja, ne, man sieht es ja, Schwarzglanz Oberflächen, dann haben wir hier eine Verlängerung, damit können wir auch die Bürste nochmal verlängern, und den Sauger selbst in einer, und wenn wir nochmal drücken, ballert auch ganz gut, zwei Saugstufen, dann testen wir das Ganze nochmal. Also man muss ja sagen, der kann schon was, ne? Wenn man jetzt auch mal drauf drückt, sieht man, wie viel Dreck, guckt euch das mal an, sieht man, wie viel Dreck hier erst einmal rumfliegt, und ich finde, also der hat schon ordentlich Power. Für das bisschen, wie gesagt, es ist natürlich nicht gedacht für eine Grundreinigung, aber das geht auf jeden Fall klar. Und der Vorteil ist halt, man kann das Ganze entleeren, im Auto aufladen mit USB-C. Mega. Können wir hier einmal quasi entriegeln. Können das Ding einfach knicken. Und hat ja auch so eine Einrastfunktion. Dann können wir mal. Ja. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht verrückt, dass man. Da ist schon ordentlich was drin. Dann kann man natürlich auch diesen Aufsatz hier drehen. Kann den Filter hier rausnehmen. So, man kann den Filter auch rausnehmen. Den kann man, glaube ich, auch austauschen. Ja, der müsste austauschbar sein. Dann kann man hier nochmal anbereiten. Junge, Alter. Da ist ja echt schon ordentlich was drin. Schon Wahnsinn, ne? So. Und das jetzt nach einer Saugung. So. Dann sieht es aber auch noch aus. Da ist auch nicht Dreck. Und so ist es natürlich, wenn man kleines Kind hier sitzen hat. Man saugt Stufe 1. So, ja, also wie gesagt, finde ich super. Achtet nur darauf, wenn ihr so etwas haben wollt, dass ihr euch die globale Version holt, nicht die EU-Version. 2000 mAh Akku ist sehr stark, das heißt ja, ihr werdet wahrscheinlich jetzt nicht 3 Stunden damit saugen können und auch keine Grundreinigung eures Autos, aber ich glaube, so einfach mal gerade eben ein bisschen über das Auto saugen. Man sieht ja, die Fußmatte ist relativ sauber. Ich bin jetzt auch nur grob über die Kamera drüber gegangen. Kann man definitiv, denke ich mal, benutzen. Schnell austauschbar, schnell aufladbar. Für alle diejenigen, die halt zum Beispiel nicht einen Staubsauger vor Ort haben oder keinen Bock haben, wie bei mir mal hinzufahren. Oder ich kann zum Beispiel meinen Staubsauger selber nicht anschließen, wenn ich mal auf dem Parkplatz saugen möchte. Ja, finde ich ganz gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben. Ein Abo wäre auch cool. Und danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.